Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2021 MyTeam-Karriere. So, wir fahren heute in Frankreich, in Spanien. Und wenn ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, solltet ihr das unbedingt mal machen. Da haben wir aus heiterem Himmel unseren ersten Rennsieg eingefahren. Mit dem schlechten Team, den wir haben. So, und als erstes weisen wir mal ein paar Aktivitäten zu. So, ich glaube, jetzt sollte die Zeit ganz gut genutzt sein. Und dann spielen wir auch mal die Zeit gleich vor. Aber vorher gucken wir mal, ob wir was hier an den Einrichtungen verbessern können. Sieht momentan aber nicht so aus. Vielleicht das hier. Aber ich glaube, sparen wir erstmal noch ein bisschen. Und Ressourcenpunkte haben wir. Da können wir auch noch einiges ausgeben. Oder auch nicht. Doch, hier, an der Strapazierfähigkeit, das wird uns vorgeschlagen. Das Getriebe, besseres Material. Aber ich glaube, wir machen doch lieber was am Motor. Ja, das soll vor Spanien ankommen. Hoffentlich kommt das auch an. Und dann haben wir nichts mehr. So, wir sind gerade mal vor Alpha Tauri, hinter Alpine. Ja, das ist ganz okay, kann sehen lassen. Und dann spuren wir auch schon die Zeit wieder vor, ne? Das sollen ein paar Updates ankommen. Sind ja auch Gott sei Dank. Eine unserer Abteilungen hat ein Meeting beantragt. Als Boss wirst du oft von den Abteilungen um Rat gefragt, wenn es darum geht, bei diversen Teamangelegenheiten Entscheidungen zu treffen. Es kann dabei um Dinge wie die Organisation von Wohltätigkeitsveranstaltungen gehen oder auch um Fahrerangelegenheiten. Deine Entscheidungen werden sich nicht nur auf unsere Ressourcen auswirken, sondern auch darauf, wie die Presse uns darstellt. Also dann wollen wir doch mal zum Ereignis. Ja, überspringen wir das mal, Abteilungsereignisse, ja. Die Personalabteilung möchte, dass wir hier eine Entscheidung treffen. Wir haben mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Lass dir Zeit und bedenke, was für Auswirkungen deine Entscheidung haben könnte. Ja, also Tempo ist wichtig, aber Aufmerksamkeit auch. Das ist eine schwierige Entscheidung, weil ich glaube, wir nehmen lieber Aufmerksamkeit. Obwohl, Tempo wäre auch wichtig, ne? Wisst ihr was? Nehmen wir Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, da macht er weniger Kollisionen, weniger Unfälle und sowas. Da Danke für deine Hilfe. nehmen wir Aufmerksamkeit, ist besser. So, und dann spulen wir wieder die Zeit vor. So, dann Saisonpause jetzt schon. Also ja, dann beginnen wir mal die Saisonpause. Machen können wir eh nicht viel. Und dann ist hier schon wieder so viele Tage bis zum Spanien Grand Prix. Eieiei, was sollen wir denn da alles machen? Aktivitäten? Ne, das machen wir nicht, weil sonst schaden wir hier Chassis und Antrieb. Die Abteilungen, das wollen wir nicht. Ne, dann bleibt uns nur eine Wahl. Zeit vorspulen. Hey Boss, ich glaube, wir können unsere Zeiteinteilung besser organisieren. Wenn du die Teamaktivitäten ändern willst, geh zum Aktivitätenbildschirm und du siehst, was alles zur Verfügung steht. Es gab diese Woche ein schwerwiegendes Problem bei der Herstellung und alle Entwicklungen sind fehlgeschlagen. Jegliche Neuentwicklungen musst du über den F&E-Bildschirm in Auftrag geben. Boah, scheiße, ey, da müssen wir neu kaufen. Wir hatten gerade so viele schöne Ressourcenpunkte, dann hätten wir das Auto schön verbessern können in der Ehre oder was auch immer für eine Abteilung. Jetzt passiert Gute sowas. Neuigkeiten von einer der Abteilungen. Ein Einrichtungsupgrade wurde fertiggestellt. Die Details findest du in deinem Postfach. Na, Gott sei Dank, ich meine das für den Motor, weil das ist sehr wichtig. Ja. Da haben wir ein bisschen mehr Antrieb. Das ist immer wichtig, gut zu gebrauchen. Das ist sehr gut. So, da ist auch noch was passiert. Was genau weiß ich nicht. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Ah ja, genau. Mal gucken, ob wir in Spanien eine gute Position erhalten können, einfahren können, weil Spanien ist eine kurvige Strecke, da sollten wir eigentlich klarkommen. So, jetzt fangen wir erstmal mit dem Qualifying an. So, wir beginnen hier unsere erste fliegende Runde in Q1. Das Auto fühlt sich ganz gut an. Besser als in Bahrain auf jeden Fall mal. Aber da ist halt immer noch sehr viel Potenzial nach oben mit dem Auto, ne?
So, die Runde sah bis jetzt ganz gut aus. Aber ich weiß nicht, ob die reicht für Q2. Aber bis jetzt war es ganz ordentlich, die Runde. Auf welchem Platz kommen wir? Der S geht nochmal auf. Wir kommen nur auf Platz 15. Eieiei. Das wird wohl nichts. So, und wo, auf welchem Platz kommen wir weiter? Guckt euch mal das an, Hamilton, Hamilton und Bottas. Eieiei, und Verstappen auch noch so nah dran. Krasser Scheiß. Wir kommen auf... Ne, wir kommen doch nicht weiter. Wir sind Platz 18. Lundgaard kommt weiter auf Platz 15. Mick sogar auf Platz 16. Wow. Hätte ich nicht mitgerechnet. Das war Pech. Nicht ganz da, wo wir im Grid sein wollten. Aber Kopf hoch, das ist noch nicht das Ende der Welt. Ja, Gott sei Dank, ne? 33 Runden haben wir jetzt gleich Rennen. Oh, 19% Regen am Anfang des Rennens. Mal gucken, ob da irgendwas drunter kommt oder nicht. So, und ich würde sagen, verlieren wir auch gar keine Zeit mehr und fangen wir mal sofort an, ne, mit dem Rennen. Der große Preis von Spanien ist schon seit mehr als 30 Jahren ein fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders und das aus gutem Grund. Denken Sie nur mal an den verregneten Grand Prix von 1996 zurück, den Michael Schumacher dominiert hat, als er seinen ersten Sieg für Ferrari einfuhr, oder an so viele andere legendäre Momente auf dieser Strecke. Gemeinsam mit weiteren 140.000 Besuchern warten wir auf den Start des Rennens, das mit einem 730 Meter Sprint zur ersten Kurve beginnt und wo die Runde insgesamt 4,6 Kilometer lang ist. 16 Kurven machen das Überholen zwar nicht einfach, doch es gibt auch genug schnelle Passagen. Viel Action erwarten wir in den Kurven 3 und 9. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Sei gegrüßt, Stefan. Ich bin neugierig. Als jemand, der selbst Streckenerfahrung hat, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Ricciardo, Lando Norris und Sainz, Leclerc, Vettel, Stroll und Fernando Alonso, Gasly, Tsunoda, Esteban Ocon und Perez, Mick Schumacher, Lundgaard, Antonio Giovinazzi und der Professor. Raikkonen, Russell, Mazepin und Nicolas Latifi. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Habt ihr das gerade gesehen? Schumacher hat sogar uns einen Teamkollegen geschlagen. Es ist sogar auf Platz 15. Das sind unsere Strategien, die vorgeschlagen werden. Wir nehmen die obere Medium Hard, das sieht gut aus. Benzin nehmen wir so für ungefähr... Ja, können wir eigentlich so lassen, oder? Ja, lassen wir so. Fangen wir an mit dem Rennen. Und da kommen auch schon die 5 roten Lichter. Und es geht auch schon... los. Hoffentlich ein guter Start von uns. Der sah gut aus, Bomber. So, gehen wir mal im Windschatten von Schumacher. Bisschen rüberziehen und dann macht er da Platz und wir können schön außen vorbei. Oh! Ich glaube, da gab es sogar eine Berührung mit Gasti oder Tsunoda, wer das da war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Alpha Tauri mit Gasti, yo. Boah. Da ist schon aber ein Frontflügel kaputt gewesen. Von uns. So, Alonso schnappen wir uns natürlich auch noch. Da sind wir schon auf Platz 10. So, das ist Platz 10 für uns. Jetzt aber Platz 10 für uns. Hier könnten wir eigentlich nach außen vorbeigehen, aber es würde nicht viel bringen, weil es Stroll auf Softreifen ist und Softreifen haben in der Innenkurve ein bisschen mehr Grip als die Mediumreifen in der Außenkurve. Ja, dann können wir das wohl doch nicht machen. Auf jeden Fall, wir sind jetzt auf Platz 10. Das ist ein Bombenstart von uns, von 18 auf 10 in 2-3 Kurven. So, jetzt müssen wir das jetzt mal ganz nur noch halten. So, außen vorbei an Stroll. Oh, wir müssen runter von der Strecke, damit wir ein bisschen Platz haben. Und dann geht's hier nochmal innen vorbei. Und wir sind vorbei. Platz 9 für uns. Super. Der nächste soll Vettel sein angeblich. Aber ich glaube, jetzt gibt's erstmal ein bisschen freie Fahrt für uns, weil die anderen sind ein bisschen schneller auf dem Softreifen als wir auf dem Mediumreifen.
Bottas schnellste Runde. Momentan erster. Du bist jetzt in den Top 10. Weiter so. Ja, sehr schön. So. Wir sind Platz 9. Stroll greift uns an. Mit seinen Softreifen. Wir sind übrigens in Runde 4 schon. Nach vorne haben wir zu Vettel 3,6 Sekunden Abstand. Stroll greift jetzt an mit dem DRS. Wir machen aus, verteidigen außenrum. Und das klappt auch ziemlich gut. So, das gleiche Spiel wie vorhin in der ersten Runde. Wir haben wieder die Innenseite in der Kurve. Und wir sind wieder noch vor S sind wir noch Erster, ne? So, Runde 6. Stroll greift wieder an mit dem DRS. Nach vorne zu Vettel haben wir schon 5 Sekunden Abstand. Er will innen angreifen, wir verteidigen wieder außen. Und wir sind immer noch wieder vorbei. Ich glaube, in der nächsten Runde, in Runde 7, sollten die, glaube ich, die meisten, die mit Soft gestartet sind, sollten die meisten schon in die Box gehen, glaube ich. Weil das ist normale Soft-Strategie. Ich glaube, auch zwei Soft-Strategien machen die, Medium, Soft, Medium, Medium. Und da sollten die, glaube ich, jetzt in der nächsten Runde in die Box gehen. So, Ende von Runde 6. Was sage ich? Norris geht in die Box und Sainz, glaube ich, auch. Da sind noch ein paar andere an der Box. Leclerc übrigens. Leclerc, Norris ist an der Box. Der Abstand zum Auto vor dir. Und Hamilton übrigens auch. 6,8 Sekunden. Mittlerweile sind wir schon auf Platz 6, weil manche in der Box waren. Vor uns ist Vettel mit ungefähr 7 Sekunden Abstand. Krasser Scheiß. So, Sainz geht auch in die Box. Und Ricardo auch. Vettel fährt noch eine Runde, glaube ich. So, die sollten eigentlich auch noch überholen. Boah, das ist auch an der Box. Der kommt da gerade raus, aber wir sind schneller als er. Und wir sind vorbei. Sehr gut. Platz 2 für uns vorübergehend. Nur Vettel ist noch draußen auf Softreifen. Der sollte jetzt in der nächsten, übernächsten Runde auch reinkommen. So, Hamilton greift an. Nicht Hamilton, falsch, Bottas meinte ich, Bottas, nicht Hamilton. Aber wir lassen Bottas natürlich nicht vorbei, ne? Er kann da machen, was er will. Links, rechts, hier und da, oben und unten, überall. Aber wir lassen ihn nicht vorbei. Also wir kämpfen jetzt so hart, dass Vettel genug Abstand nach vorne hat. Der hat jetzt schon 8 Sekunden. Oh oh. Später bremsen als Bottas. Und dann sollten wir wieder vorbei sein. Oh, mittlerweile greift Verstappen auch noch an. Verstappen ist jetzt hinter uns. Hat Bottas überholt. Oh, gegen Verstappen zu kämpfen ist ein bisschen schwieriger als gegen Bottas. Oh, da will er schon innen reinstechen, aber wir machen außen zu. So, jetzt haben wir wieder die Innenkurve. Vettel geht in die Box. Ich glaube, wir haben ihm genug Zeit verschaffen. Verschafft, so wollte ich das sagen. Verschafft. Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an... Ja, ja. Oh oh, Verstappen. Oh oh, jetzt kommt auch noch Bottas von hinten. Wir gehen einfach durch die Mitte durch. Da kennen wir keine Gnade, einfach durch die Mitte. So, schon wieder Erster. Na, geht doch. Es gab einen Zwischenfall mit Trümmerteilen auf der Strecke. Zum Glück haben die Marshals alles rechtzeitig wegräumen können. Und es gibt keine Pläne für ein Safety Car. Wo ist eigentlich Bottas? Haben wir den gerade weggekickt? Hoffentlich nicht. Oh nein, Bottas ist ausgeschieden. Schade. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Oh, Latifi ist auch ausgeschieden. Ein paar Informationen zu Vettel. Vettel auch, Sie nein! Ziehen sich aus dem Rennen zurück. Alter! Deine Geschwindigkeit. Unser Was soll Delta der Scheiß? Ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. So, Strategie. Was wird uns angegeben? Runde 10. Soft, was? Soft Hard? Nee, das machen wir nicht. Wir gehen auf harte Reifen. Und zwar jetzt. Wir gehen jetzt auf harte Reifen. Weil, nun ja, die Begründung ist gut, ne? Fällt mir gerade keiner ein. Ja, weil jetzt ist Safety Car. Okay, langsamer werden. Langsamer. Verlieren wir sowieso werden. Weniger Zeit. Delta ist negativ. Und, du bist also zu schnell. Oder wisst ihr was? Wir gehen sogar auf Medium-Reifen. Das wäre vielleicht sogar noch schlauer. Wir gehen auf Medium-Reifen, ja. Das machen wir. Auf Medium-Reifen und am Ende gehen wir dann nochmal auf die Soft-Reifen. So machen wir es. So, Verstappen kommt auch in die Box, Gasly auch.
Hamilton fährt weiter. Perez kommt nochmal in die Box. Christian ist an der Box. Christian an der Box. So, hoffentlich ein guter Boxenstopp von unserer Boxencrew. Das ist jetzt sehr wichtig. Das ist jetzt, glaube ich, der wichtigste Boxenstopp von allen. Oder der zweitwichtigste sogar. So, 2,4, sehr gut. Wir kommen schnell raus. Hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Ey, guckt euch mal an die Karte an die Box an, die ist überfüllt. Da kommen bestimmt jetzt ganz viel Unsafe Release und so ein Scheiße. So, Sainz und Leclerc fahren auch weiter. Die sind auf 3 und 4. So, Ricardo auf 2. Wir sind mittlerweile schon Dritter. Ich weiß nicht warum. Kehre sofort an deine Position zurück, sonst erhalten wir eine Strafe. Während der Safety-Car-Phase ist das Überholen verboten. So, Safety-Car fährt jetzt los. Wir müssen die Reifen auch schön ordentlich warm bekommen. Wir sind gerade bei 84, 85 Grad. So, setzen wir uns mal hier neben Ricardo, dass er eine innere Kurve fahren muss. Über die. Jo, genau das hat er gemacht, was ich wollte. Sehr schön. Und jetzt geht's Vollgas. Er ist auf. Dann meinte ich. Und dann Windschatten mitnehmen und vorbeifliegen. Okay, alles klar. So, Windschatten von Ricardo ist gut. Wir saugen uns leicht ran. Und dann gibt es noch Windschatten von Hamilton auch noch. Und dann sollten wir außen vorbei an Ricardo, nicht Perez. Und wir sind Zweiter. Oh, da gab es sogar eine kleine Berührung zwischen Leclerc und Ricardo. Naja, interessiert uns nicht. Nur gut für uns. So, und dann sind wir jetzt auf Platz 2. Platz weiter vorn. 1,2 Sekunden hinter Hamilton. So, Ricardo greift an mit dem DRS, glaube ich, oder? Hat er DRS schon? Ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen. So, da kommt Leclerc jetzt und überholt Ricardo. Wir sind immer noch auf 2. Teamkollege kommt in die Box. Christian kommt und Leclerc greift an. Wir müssen ein bisschen blockieren hier. Ricardo sorgt sich auch ganz gut dran. Und überholt Leclerc sehr wahrscheinlich wieder. Ja, hat er überholt. Alter, die fahren hier wie die Kinder. Wie die Kinder. Oh, Ricardo kommt wieder. In der S. Wir verteidigen innen. Spät bremsen. Schön nach außen tragen lassen. Und Leclerc ist wieder Dritter. Und hat Ricardo wieder überholt. Das machen wir jetzt die ganze Zeit, bis wir aufhören zu kämpfen. Oh, Hamilton kommt in die Box. Für die zweiten Medium-Reifen. Nee, für harte Reifen. Was macht der denn da? Harte Reifen. Leclerc kommt auch in die Box. So, mittlerweile waren auch noch ein paar andere in der Box. Hamilton ist wieder hinter uns. Tsunoda und Perez gehen jetzt in die Box. Wir müssen verteidigen gegen Hamilton. Später bremsen. Vielleicht können wir nochmal außenrum verteidigen. Und das funktioniert, nur ein bisschen raustreiben lassen. Und okay, Hamilton ist auf dem Kiesbeet, im Kiesbeet, ja. Kann man machen. Aber ich glaube nicht, dass das unsere Schuld war, sondern einfach nur, weil Hamilton nicht nachgeben wollte und ist dann halt rausgeflogen. Genauso ist das passiert, genauso. Tsunoda ist noch in der Box, Leclerc, Sainz, dritter, vierter. Aber so viel Zeit hat Hamilton gar nicht verloren. Guckt euch das an, da ist er schon wieder neben uns. Richtig unverschämt, der Typ. Also wenn wir in die Box gehen, dann sollten wir ungefähr auf Platz 4 wieder rauskommen. So, wir müssen hier ein bisschen verteidigen gegen Hamilton, der nervt mich langsam. So, wir sind immer noch innen und vorbei sind wir wieder. Immer noch Erster. Wir machen ein bisschen hier die Tür zu. Da machen wir auch noch ein bisschen eng alles. Und nein, ich glaube, er ist vorbei. Hoffentlich nicht. So, wir können doch mal kontern. Hier, früher bremsen, innen rein und raus mit ihm. Geht doch. Alter, was ist heute los hier? Ich feiere wie auf, keine Ahnung was. Oh nein, da kommt Hamilton wieder mit dem DS und jetzt ist er vorbei. Aber später bremsen vielleicht nochmal als Hamilton und dann sollte es das wieder gehen. Und das funktioniert auch. 56% sind unsere Reifen schon abgenutzt. Oh, versuchte Kollision mit Hamilton. Das war viel zu aggressiv. Bitte nur. Ja, ist ja gut. Aggressiv war das gar nicht. Frontflügel hat etwas abbekommen. Oh, Frontflügel. Scheint nur geringfügig zu sein. Aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Ja, das ist natürlich scheiße. Versuch die Reifen nicht zu sehr zu belasten. Du müsstest langsam an Grip verlieren. Also, wir fahren jetzt noch eine Runde und dann gehen wir in die Box. So, Runde 25. Wir haben ungefähr 7... Nee.
Doch, 6,8 Sekunden Abstand zu Leclerc, Hamilton. 7 Sekunden jetzt. Und jetzt gehen wir in die Box. Guckt euch mal die Reifen an. 61%. Jetzt müssen wir in die Box. Wir verlieren schon viel zu viel Zeit. Jetzt holen wir uns frische. Hinter dir hat frischere Reifen. Halte deinen Vorsprung bei. Ja, ist ja gut. Jetzt holen wir uns frische Softreifen. Da sollten wir ungefähr vor Tsunoda rauskommen. Auf Platz 4. Da, wo Sainz jetzt gerade ist, sollten wir rauskommen. Hoffentlich nochmal einen guten Boxenstopp unserer Boxencrew. Wir müssen jetzt richtig Gas geben. Oh, Hamilton kommt auch in die Box. Oh, scheiße, wir wechseln sogar Frontflügel, ey. Das dauert extra lange. Da kommen wir doch nicht auf 4 raus. Nein! Losfahren! Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Nein! Wir sind 12. Jetzt 13. sogar. Ach! Wir hätten das Rennen gewinnen können. Oder wenigstens noch auf dem Podium beenden. Ey, das doch scheiß Verarsche, ey. Komm, aber jetzt können wir richtig gutes Racing machen. Hier vorne gegen Alonso, Ocon und die Leute da vorne. Oder Tsunoda und so die Leute. So, außen vorbei an Alonso. Gut, gut gemacht. Schön überholt. Ah, er ist noch neben uns. Aber jetzt sollten wir das klar machen in der nächsten Kurve. Oh nein, er dreht sich weg. Okay, alles klar. Alter, was ist denn heute los? Erstmal Bottas wegdrehen, dann Hamilton abdrängen, jetzt Alonso wegdrehen. Was passiert gleich noch? Oh, Safety kann natürlich scheiße. Was Schumacher ist ausgeschieden. Nein, ey. Ist zu niedrig. Damit riskieren das war bestimmt unsere Schuld. Verringere sofort dein Tempo. Mann, Alter, was ist denn hier los auf einmal? Guckt euch das an, was für ein Scheiß-Chaos hier ist. Stroll ist stehen geblieben, da musste ich ihn überholen. Jetzt habe ich Ocon aus Versehen überholt. Jetzt will Ocon wieder nicht und... Ach, egal, wisst ihr was? Jetzt sind wir 10. Jetzt bleiben wir 10. Jetzt holen wir wieder die Safety-Kolonne da ein und fertig. Probleme mit der Reifenabnutzung. Sei weiter vorsichtig. Mein Gott, ey, das ist ja wie auf der Kirmes. Noch besser als der Kirmes. Phantasialand schon wieder. Safety-Car kommt in dieser Runde rein. Machen wir uns wieder für das Rennen bereit. Wenn das Feld beschleunigt, denkt daran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Ja, haben wir verstanden. Oh, oh, oh. Guckt euch mal das an. Lundgren ist auf Platz 6, unser Teamkollege. Perez auf 7. Wir sind momentan 8. Wir haben Runde 29. Eieiei, 3 Runden noch. 4 Runden noch. 4 Runden haben wir noch zu fahren. So, und die 4 Runden müssen jetzt richtig sitzen. Hoffentlich kommen wir noch aufs Podium. Das wäre richtig geil. Wir haben ja Softreifen hier, ne? Wir setzen uns wieder neben Perez, dass er wieder eine innere. Ach, scheiße, ging doch nicht. So, auf jeden Fall. Er ist anmachen. Wir haben den Start ein bisschen verpasst vom. Grüne Dings. Flagge. Vom. Wie heißt das hier? Fliegenden Restart. Ist da nicht ganz so gelaufen, wie ich wollte? Naja, egal, aber. Aber Perez und so, die Leute, die sollten wir noch bekommen. Lundgren hält Perez so ein bisschen gerade auf. Das ist sehr gut für uns. Vielleicht können wir was in der nächsten Kurve machen. Außenrum vielleicht vorbei an Perez. Ja, das sieht gut aus. Komm innen vorbei an Lundgren. Das müssen wir jetzt schnell machen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. So, wir sind jetzt hinter Russell. Wir sind auf Platz 6. Russell auf Platz 5. Oh nein, Teamkollege kontert. Scheiße, ein Drag, ey. So, vorbei. So, okay. Wir sind vorbei. So, und jetzt? Russell. Außenrum vorbei vielleicht an Russell. Oder wir warten einfach noch ein bisschen. Wir warten noch ein bisschen. Hier vielleicht? Nee, das ist noch zu weit entfernt. So, jetzt Windschatten mitnehmen, ERS anmachen und dann sollten wir vorbeifliegen. Wir sind sowieso ein bisschen schneller als Russell. So, nein! Nicht wegdrehen. Seht ihr? Was habe ich euch gesagt? Klasse Manöver. Bei dir sieht das da so passiert wieder was. Russell hat sich fast weggedreht. Gott sei Dank, aber nur fast. So, der nächste ist Tsunami. Tsunami ist der nächste. Auf Platz 4 ist er. Wir haben noch... Oh, scheiße, wir haben nicht mehr viele Runden. So, 1,5 haben wir noch. Und ich wollte unbedingt noch aufs Podium. Naja, 2,5 Sekunden schaffen wir nicht mehr, aber Tsunami schaffen wir noch. Da haben wir noch 1,5 Runden Zeit, ihn zu überholen.
Machen wir weiter draußen. Die Kurven haben gesessen, die haben wir gut mitgenommen. Er ist an, geht an. Der ist geht auf. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Und jetzt sollten wir uns ransaugen. Letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. So, wir starten schnell zur Runde. Lunkert auf 7, guckt euch das mal an, das ist mega. Hoffentlich bleibt er dann noch bis Ende des Rennens, ist dann nur eine Runde zu fahren. Ah, scheiße, ey, wenn man vom Teufel spricht. Lundell ist abgefallen auf Platz 8, glaube ich. Hoffentlich bleibt er wenigstens da dann noch. So, Tsunami ist schon ein bisschen am Struggeln. So. Den sollten wir noch bekommen, egal was es kostet. Den müssen wir noch bekommen. So, hier nochmal schnell durchkommen. Das sah gut aus. DRS geht gleich nochmal an, auf. DRS haben wir auch noch ein bisschen. Können wir auch noch ein bisschen verschwenden, das Zeug. So, oh nein, wir sind weit draußen. Hoffentlich gibt es keine Strafe. Oh Gott sei Dank nicht. So, jetzt kommen wir nochmal richtig schön ran an Tsunami. Vielleicht können wir außenrum vorbei in der nächsten Kurve. Oder auch nicht. Aber wisst ihr was? Einfach Vollgas geben und dann innen rein. Und nein, leichte Berührung sogar noch. Aber wir sind nochmal Vierter geworden. Sehr gut. Leclerc gewinnt das Rennen. Jubel, Platz 4 für uns. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Ein weiterer großer Preis von Spanien ist vorüber. Was für ein sensationelles Rennen. Also Stefan, was hat heute da draußen den Unterschied gemacht? Heute war es entscheidend, das Auto nicht zu überlasten. Wir haben das ganze Wochenende über gesehen, dass das Tempo gestimmt hat. Aber schau dir nur die Abnutzung der Autos an. Selbst die kleinsten Unregelmäßigkeiten haben den Teams im Hinblick auf die späteren Phasen des Rennens große Kopfschmerzen bereitet. Bei der Siegerehrung sehen wir den roten Anzug, der den Fans auf der ganzen Welt bekannt ist. Ein Weltklasse-Sieg für ein Weltklasse-Team. Ferrari hat es wieder einmal geschafft. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Dank eines beeindruckenden Resultats heute übernimmt Charles Leclerc die Führungsposition in der Meisterschaft. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Für mich ist das heute der Professor. Er hat das meiste aus den Reifen rausgeholt, ohne an Tempo einzubüßen. Wer das in der heutigen Formel 1 schafft, hat einen nicht ganz unwesentlichen Vorteil. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Ferrari übernimmt die Führung an der Spitze der Tabelle. In der Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der WM verbessern. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Also, wir sind in der Konstrukteursmeisterschaft auf Platz 2 zurückgefallen. 11 Punkte hinter Ferrari, erst aber noch aufzuholen. Red Bull hat aber gut Boden aufgeholt, gut gemacht, und Mercedes hat sehr viel Boden verloren. Also das ist schon erstaunlich, wie viel die verloren haben da. So, in der Weltmeisterschaft sind wir auch Zweiter jetzt. Ein Punkt gleich mit Leclerc übrigens. Und Lundgren hat endlich seine ersten 4 Punkte geholt, er ist jetzt auf Platz 10 vorgefahren. Sehr schön, gute Leistung von ihm. Gefällt mir. So, und Tsunoda auf 3, wow. Das ist auch erstaunlich. So, wir sind am Ende Vierter geworden. Das war ganz okay von Platz 18 aus, ne? Lundgaard ist, ist Achter geworden. Ist auch gut. Und Schumacher 19. Wer hat denn eine Strafe bekommen? Marzipan hat eine Strafe bekommen. Eieiei. Bald so ein Dummkopf wieder. Guckt euch mal an, wie viele Leute ausgeschieden sind. 5 Leute oder so. So. So, ein bisschen Teamanerkennung kriegen wir dann noch. Und nicht zu vergessen, die gute Kohle, ne? Ich mache mir Sorgen wegen unserer Ersparnisse. Wir haben kaum Geld und müssen vielleicht anfangen, Einrichtungen zu schließen. Ja, darauf wird es nicht ankommen, ne? Auf jeden Fall, hier kriegen wir noch so eine Personalabteilung.
ein eigenes kriegen wir dann auch, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und ja, auf jeden Fall gutes Rennen von uns heute mal wieder, ne? Das muss so sein, weil sonst können wir uns die Fahrerweltmeisterschaft abschminken, aber wir wollen ja nicht abschminken. Und das war's auch schon von der Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, das ist kostenlos. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.